Diesen Donnerstag startet der neue Sönke-Wortmann-Film in den deutschen Kinos. Zuletzt hat er ja mit dem Remake Der Vorname einen großen Erfolg gefeiert. Nun traut er sich wieder an ein Remake. Und damit geht es hier jetzt um Contra. Naima ist ambitioniert und pflichtbewusst, was sie aber privat immer wieder in Bedrängnis bringt, wenn es darum geht, sich auch mal um sich selbst zu kümmern. Kein Wunder also, dass sie an ihrem ersten Tag als Jurastudentin an der Universität direkt zu spät erscheint, was in der gut gefüllten Vorlesung von Professor Dr. Richard Pohl nicht unbemerkt bleibt. Schnell finden sich der Professor und die Erstsemesterin in einem Wortgefecht wieder, welches ihn vor den Disziplinarausschuss bringen wird. Um aber das Schlimmste abzuwenden, wird Professor Pohl widerwillig Naima versuchen, in einem Debattierwettbewerb zu fördern, womit das ungleiche Duo immer wieder in Situationen geraten wird, die zwischen Hass und Freundschaft eine Gratwanderung bedeuten, Vertrauen jedoch schnell missbraucht werden kann. Contra geht 104 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 28. Oktober 2021 in den deutschen Kinos, ist ein Drama und Komödie und ein Remake vom 2017er Film Die brillante Mademoiselle Naylor aus Frankreich und im direkten Vergleich manchmal weniger schroff, dann doch wieder fieser, manchmal etwas glattgebügelter. Ich finde aber, dass gerade die schwächsten Szenen in Contra 1:1 vom Original abgekupfert sind und dies wo der Film wirklich stark ist, dann doch einen etwas anderen Blickwinkel einnehmen. Grundsätzlich mehr Raum lassen für die Hintergrundgeschichte der Protagonistin und gleichzeitig aber auch dem Professor und vielleicht der zunächst fiesen Figur etwas mehr Raum lassen für seine eigene Geschichte, die im Original vielleicht zu kurz kommt und deswegen ein, zwei Fragezeichen damals hinterlässt. Sönke Wortmanns Contra ist dabei ein Film über das Debattieren, über Freundschaft, über Schubladendenken, über das Überwinden dieses Schubladendenkens, der vielleicht nicht frei von Schwächen ist, weil es leider ein oder zwei Schlüsselmomente gibt, wo ich denke, das ist im spielerischen Ansatz nicht so ganz gut im Übergang gelungen in jedem Moment, kreiert aber teilweise richtig schöne Momente und auch fiese, witzige, wo man sich manchmal fragt, darf man jetzt noch lachen oder vielleicht nicht. Das gibt dem Ganzen aber eine gewisse Kurzweiligkeit und vor allem finde ich ihn dann in seiner Konsistenz und insgesamt an das Original angelegt nahezu durchweg besser und gelungener. Das liegt unter anderem auch am Cast. Reden wir über die beiden wichtigsten erst einmal. Nilam Farooq als Naima spielt hier in all den Filmen, die ich von ihr gesehen habe, bisher ihre beste Performance. Ist dafür mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet worden und durchaus auch zu Recht. Eine Figur, die auch vielleicht am Original gelehnt weniger intrinsisch ist, sondern schon so stärker und klarer in dem, was sie ist und was sie tut. Das schüttelt aber vieles von dem ab, wo man sich erst einmal finden muss. Und das mochte ich persönlich. Es gibt auch so ein bisschen einen romantischen Hintergrundpart, der kommt auch hier in der Originalvorlage ein bisschen unglaubwürdig zu kurz, aber zum Grunde dessen, um mehr die Figur zu vermitteln. Wo will sie hin? Was bedeutet es, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen? Aber was bedeutet auch dieses Debattieren? Gerade in diesem Wettbewerb, um den es geht, und es über mehrere Runden einen Weg abzuzeichnen geht, ist eigentlich einer der schönsten, interessantesten und stärksten Momente, wenn man mal kurz dafür Raum lässt. Und auch da hätte ich mir sogar noch mehr gewünscht, mehr davon zu erleben, noch mehr zu erfahren, weil da wird der Film mit am interessantesten, was die inhaltliche Arbeit angeht. Ansonsten trägt das Nilam Farooq in den weitesten Momenten wirklich richtig gut und vor allem muss sie erst einmal gegen einen Christoph Maria Herbst anspielen. Und ich finde, dass die Chemie zwischen den beiden gut funktioniert, weil Christoph Maria Herbst mit all seiner Erfahrung, und er ist auch irgendwie gemacht für so eine Figur des Professor Dr. Richard Pohl, pointiert, immer mal wieder fies, spitzzüngig, dann auch immer wieder switchend. Die Kamera lässt auch manchmal das Bild einfach auf ihm stehen, während hinten was passiert, um die Reaktion einzufangen. Und er mit wenigen Blicken, auch wenn er hier anscheinend merkwürdige Kontaktlinsen drin hat, der hat so ein ganz skurriles Blau in den Augen. Und immer wieder, als ich den Film guckte, dachte, da ist irgendwas. Sieht komisch aus, hat sich für mich nicht richtig erklärt, aber vielleicht ein Funfact nur am Rande. Spielt er das toll auf? Es war zu erwarten, dass er auf diese Rolle gut passen und gut funktionieren würde, als ein sehr spitzzüngiger Professor, der auch selbst immer wieder an so einer Grenze wandert, wo man sich fragt, okay, wie lange darf der eigentlich noch seinen Beruf ausüben mit dem, was er da tut und versucht, sich auf eine intelligente Art und Weise zu werden, wenn vor allem Schopenhauer zitiert wird und es darum geht, wie schafft man es letztendlich, Recht zu behalten und jemand anderen schlecht dastehen zu lassen? Wie schafft man es, Interesse für sich zu
wirken und abzulenken, vielleicht von der Richtigkeit der Aussage des anderen. Und während wir also immer diesen akademischen Grad haben und trotzdem aber diese beiden Figuren im Kern, gibt es genug Raum für Momente, wo man einfach auch mal die Emotionen kurz walten lässt. Und deswegen mag ich die beiden zusammen, weil sie diesen Film tatsächlich gut tragen. Hasan Akush als Mo ist so der Love Interest von Naima, aber steht auch sinnbildlich für diesen Hintergrund, aus dem sie kommt. Der Film will das immer wieder anschneiden, dass es eben auch andere Ambitionen gibt im eigenen Umfeld von Naima, wenn es darum geht, was sind so die Ziele im Leben, aber trotzdem da keine Grenze zu ziehen und zu sagen, trotzdem sind diese Menschen, das ist man in diesem Bereich, egal wo die Ambitionen sind, liebenswert, der respektvolle Umgang miteinander. Und das ist dann in einigen Momenten tatsächlich sehr, sehr witzig, weil gerade um Mo und seine Freunde mit so die herzlichen Lacher und weniger die intellektuellen Lacher eingefangen werden. Und das mochte ich an dieser Stelle, während der romantische Part irgendwie so ein bisschen wie so ein Anhängsel wirkt, aus dem Original mitgenommen, aber auch hier eher wie ein Fremdkörper, der nicht so richtig funktionieren will. Ansonsten geht es dann um Naimas Familie, da geht es auch um Dinge wie Stolz und Herkunft und wo will man hin, auch Ordnung letztendlich, wie schon im Original ist das Thema Kleidung ein wichtiges Thema, wie läuft man rum, was bedeutet es und auch direkt als Debattierthema, machen Kleider überhaupt Leute? Eine Sache, über die man tatsächlich klugerweise eine Menge diskutieren könnte und ein Sprichwort, was nicht umsonst existiert oder vielleicht nicht existieren sollte. Allein das ist eine eigene Diskussion, die man hier aufgreift. Die Kameraarbeit ist in ihrer Farbpalette weder auf Komödie noch Drama festgesetzt, lässt vor allem in den Momenten, wo es um Reaktionen geht, die Bilder lang genug stehen. Aber am schönsten wird es eigentlich, wenn es etwas, ich will nicht spoilern, musikalischer wird und man gleichzeitig mit dem Licht auch spielt. Da ergibt sich eine wirkliche Romantik, ein wirklicher Moment der, wer bin ich, was bin ich und wo will ich hin? Und das mochte ich persönlich sehr. Das Szenenbild ist Universität, das Zuhause von Naima, das Reisen zu Wettbewerben im Zug und das ummantelte Gefühl einer Großstadt. Die Musik ist ansonsten meist immer sehr dosiert, passt sich ein. Manchmal sind Übergänge zwischen Szenen nicht immer dann gelungen, weil die Musik dann versucht, Dinge zu verbinden und schnell etwas zu dick aufträgt für meinen Geschmack. Wo der Film emotional nicht ganz dran heftet, ist mir das ein, zwei Mal eher negativ aufgestoßen. Ist Kostüm und Make-up, habe ich gerade schon gesagt, so ein Thema, wenn es um Wandel geht, auch nach vorne zu gehen. Es ist hier nicht zu plump inszeniert und auch zu zeigen, was bedeutet, der Respekt gegenüber einer Universität wird beispielsweise in Frage gestellt. Wie erscheint man? Was sagt das eigene Erscheinungsbild über einen aus? Und das wird hier nicht zu übertrieben in ein Schwarz-Weiß-Denken gepackt. Das fühlte sich in weitesten Teilen organisch an, muss ich sagen, dass Sönke Wortmann, ich meine, der hat Filme gemacht wie unter anderem viele Filme, Das Wunder von Bern, Der bewegte Mann, Frau Müller muss weg, Die Päpstin, Der Vorname, richtig gut adaptiert. Das war ein tolles Kammerspiel, wie ich fand. Und auch hier holt er aus dem Original durch einen Blickwinkel der Dinge eröffnet, die wichtig sind und vielleicht ein paar Sachen beiseite schiebt, die nicht ganz so wichtig sind und dabei gleichzeitig mit der Musik, mit französischem Rap auch noch eine Hommage zu verbinden an das Original, schafft er einen Film, der besser funktioniert als die Vorlage aus meiner Sicht. Entwickelt sich in den stärksten Momenten wirklich weit genug davon weg. Es liegt unter anderem an dem Cast, an dem guten Tempo in dem Film und auch einer letztendlich sehr interessanten Thematik, die man natürlich übernimmt, aber es wirkt wie eine runde Nummer. In den schwächsten Momenten aber wiederum kopiert man nahezu eins zu eins die Worte. Wenn Naima mit einem Kunstgriff versucht, Mo von etwas zu überzeugen, dann finde ich das keine gute Szene, ehrlicherweise. Oder auch es eine kurze Herr-der-Ringe-Anleihe gibt, die fand ich jetzt weder im Original noch hier wirklich stimmig und passend. Und da sitzt manchmal nicht jede Szene gut. Aber alle Male ein sehenswerter Film mit Hang nach oben aus meiner Sicht. Und so gebe ich Contra gerne als Komödie und Drama 7,5 von 10 möglichen Punkten und 7 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Wer nach dem Trailer ansatzweise Lust hat, da würde ich sagen, geht doch mal ins Kino. Kino kann es gebrauchen, es wird gerade wieder viel besucht, aber lasst es uns feiern und deutscher Film kann es allemal gebrauchen. Und da bin ich am Ende meiner Review zu Contra, ab diesem Donnerstag, dem 28. Oktober in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.